Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Silvester steht vor der Tür. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr will ich mal Böller auf Knopfdruck starten. Böller und Raketen besser gesagt, vielleicht auch Batterien. Und wie ihr das ganz einfach realisieren könnt, seht ihr in diesem Video. Nun, wir haben zwei Möglichkeiten, Böller oder Raketen auf Distanz zu starten. Wir benötigen ja etwas, was die Lunte anzündet. Das geht einmal mit sehr hohem Strom oder mit sehr hoher Spannung. Und ich denke, was Hochstrom anrichten kann, wisst ihr. Und wie viel Hitze man damit erzeugen kann. Und ich denke, es ist euch auch bewusst, welche Energie hinter Hochspannung steckt. Aber wir wollen natürlich nicht übertreiben und deswegen verwenden wir einen einfachen kleinen Zeilentrafo aus einem alten Fernseher. Und so sieht der Fernzünder fertig aus. Der Tesla Mehr Fernzünder, betrieben mit einer Hochspannungsquelle, einem Zeilentrafo und relativ ungefährlich. Naja, so relativ. Wenn es so richtig losgehen soll, muss man einfach diesen roten Knopf da in der Mitte drücken. Das ist einfach nur ein Drucktaster und dann zündet sich die Lunte. Und wie zündet sich die Lunte an? Naja, wir haben hier zwei Krokodilklemmen. Das ist eine einfache Funkenstrecke. Natürlich dürfen die nicht zu weit auseinander sein. So maximal 1 cm. Die beiden klemmen wir einfach an die Lunte dran und fertig. Die meisten Fernzünder, die man im Internet kaufen kann oder in irgendwelchen Läden, basieren eigentlich auf diesem Hochstromprinzip. Das heißt, dass wir einen Kurzschluss haben in einem Kabel und das ist relativ dünn. Und dadurch fängt es an zu glühen, weil da ja ein sehr hoher Strom durchfließt. Und dieses Glühen zündet dann die Sprengladung, die Lunte oder sonstiges. Das heißt aber, dass wir jedes Mal aufs Neue einfach einen neuen Draht benötigen. Und das ist hier nicht der Fall. Also bei denen jetzt schon, was ihr hier im Bild seht, aber bei mir ist es dann nicht der Fall. Und das finde ich das Praktische daran. Man muss einfach, wie ihr hier seht, die beiden Krokoklemmen an die Lunte klemmen. Das war's schon und dann könnt ihr so viele Böller zünden, wie ihr wollt. Weil der Fernzünder ja auch Fernzünder heißt, benötigen wir natürlich auch ein langes Kabel, damit wir das aus der Ferne zünden können. Und da habe ich jetzt kein Hochspannungskabel genommen. Erstens wäre das zu teuer und zweitens, geht das auch anders. Also ich habe jetzt hier einfach ein Lautsprecherkabel genommen, das ist natürlich nicht so ein teures, das aus massivem Kupfer ist. Das ist einfach ein Aluminiumkabel mit Kupfer beschichtet, die gibt es relativ günstig im Internet zu kaufen und natürlich auch relativ lang. Und das ist zweiadrig und hat eine ziemlich dicke Isolierung um beide Adern. Und das eignet sich recht gut. Jetzt schauen wir noch einmal schnell in die Box rein. Und da seht ihr einen Zeilentrafo, ganz viel Fuschkleber, Heißkleber und eine ZVS-Ansteuerung sowie einen 12 Volt Bleigelakku. Ich weiß, der Aufbau ist natürlich alles andere als professionell. Nur es ging mir dieses Jahr einfach einmal schnell um den Aufbau, dass man ihn innerhalb von wenigstens einer Stunde oder so hinbekommt. Um den Zweck halt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie eine Hightech-Kiste hinbauen, die ich tausendmal benutze. Es ist auch einmal ein bisschen zum Spaß gedacht. Als Akku könnt ihr natürlich auch einfach zum Beispiel wieder so ein Lipo verwenden, ein Bleigel-Akku, dann vielleicht noch Nickel-Cadmium-Akku. Da könnt ihr eigentlich alles verwenden, was ihr so rumliegen habt. Es sollte nur um und bei 11 Volt sein, 10, 11 Volt. 7 Volt würde auch schon reichen und ihr schließt zwei in Serie, zwei 7 Volt Akkus. Ihr könnt auch Batterien nehmen, zum Beispiel Monozellen. Das ist ganz euch überlassen. Nun zeige ich euch noch einmal die Funkenstrecke. Ein wirklich sehr interessanter Effekt ist mir beim Testen der Funkenstrecke aufgefallen. Ihr seht ja, dass die Entladungen nicht aussehen wie Lichtbögen, sondern eher, als ob sie von einem Kondensator und in gewisser Weise gepulst werden. Ich kann mir das nur so erklären, denn wenn ich die ZVS und den Trafo ohne das Kabel betreibe, sind da Lichtbögen zu sehen. Ich denke, dass das Kabel, weil die beiden Adern ja relativ dicht aneinander sind, wie eine Art Plattenkondensator wirkt, über eine gewisse Länge, hat das ja auch eine gewisse Kapazität. Und ich denke, deswegen sehen die Entladungen so aus, wie sie aussehen. Also leicht gepulst, geladen, wie von einem Kondensator halt. Weil das Kabel an sich dann auch letzten Endes wie eine Art Kondensator fungiert. So Leute, jetzt habe ich auch absolut genug gequatscht und jetzt kommen wir einfach mal zu den Tests und mal sehen, wie das so läuft. Wir können nämlich auch mehrere Böller oder Raketen
und Hähnen in Reihe schalten. 3, 2, 1 und Feuer. Und zu guter Letzt 3, 2, 1 und Feuer. Ja Leute, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch. Haut rein Leute!